Hallo und herzlich willkommen zurück zu El Familia Luigi. Die Familia, die die Gary zur Verzweiflung bringt. Wir werden jetzt mal das Spiel kurz neu laden. Das gespeicherte Spiel und hoffen einfach mal, dass die KI dann wieder funktioniert. Wenn nicht, auch gut. Dann kann ich zumindest die anderen Sachen mal kurz ausprobieren. Und schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Vor allem habe ich das auch in den Previews nirgendwo gesehen. Also, keine Ahnung. Ob ich da einfach das Händchen fürs Kabute machen habe. Oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ist mein Handlanger denn noch da? Der ist noch da. Okay, der ist theoretisch... Als ob der... Okay, jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen. Das war vielleicht nicht so intelligent. Doch, sind die Dinger kaputt? Hier hängt immer noch ein Polizist mit drin. Also so richtig ganz ist es trotzdem nicht. Gut. Ja. Ich habe immer links so ein Piepen, ne? Ich denke immer, dass meine Waschmaschine fertig ist. Schon die ganze Zeit über. Piep! Was? Ach ja, Spiel. Also wie gesagt, die Grafik passt perfekt, sieht sehr gut aus. Grafik ist aber leider nicht alles. So muss ich gerade mal momentan zumindest ein kleines vernichtendes Urteil fällen. Ich hole mir mal jetzt einen Kredit. Dann werden wir das Ding hier mal pachten. Fortfahren. Dann werden wir mal kurz Pause drücken. Geht das auch? Ja. Dann machen wir mal Innenarchitekt beauftragen, Bonze. Boah, 17.000. Ne, lass mal gut sein. wir wollen klassisch. Wollen wir haben. Da muss ich gleich nachjustieren. Dann haben wir hier überall Stühle ran. So. Kommen die eigentlich überall durch? Müssten eigentlich, ne? Hier ist ein bisschen Platz. Das sollte eigentlich passen. Dann hängen wir hier noch einen hin. Einfach, weil wir es können. Wo El Bate sitzt. Mit seinen Anhängern.
So, dann hauen wir hier noch. Nee, rustikal klassisch. Hauen wir hier noch drei Öfen rein. Wobei zwei Räten sollten, glaube ich, erstmal reichen. Siehst du, man kann auch keine Musik mehr auswählen. Fällt mir gerade mal auf. Das ist natürlich auch blöd. So, den und den? Nee. Machen wir mal die rein. Angestellte. Ich brauche ganz viele Gösche. So viele wie gehen. Und zwar überall. Das ist auch total bescheuert irgendwie. Dass man alles zugleistert mit denen. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Da kotze ich gedanklich, kotze ich da im Strahl gerade. Aber das Spiel lässt es zu. Also, warum sollte man das nicht machen? Weil gehen einem ja Einnahmen flöten, in dem Sinne. So, dann brauchen wir natürlich noch die Lagerarbeiter. nehmen wir mal den hier. Dann nehmen wir dich hier mit. Und dann nehmen wir dich hier noch mit. Dich nehmen wir auch noch mit. Und dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Ich nehme ausnahmsweise mal mit. Gut. Damit ist das Ding hier beleckt. Kann ich hier schon mal Donder auswählen. Hier kann ich auch Donder auswählen. Hier wählen wir auch Tonda aus. Dann müssen wir mal gerade hier kurz gucken, wo ist er denn da? Nehmen wir auch mit. Obwohl. Okay, wird dann aus. Gut, wird dann rausgenommen. Alles klärchen mit einem Kapellchen. Dann werden wir hier nämlich die Supply-Reihe machen, natürlich. Und entsprechend aber auch. Nee, das geht gar nicht, ne? Oder? Ne, ist nur ein Krufti. So, mir fehlen irgendwie die Zutaten.
Dann können wir ja mal, wieso kommen hier so viele Gruftis? Dann können wir ja mal eine Bonzenpizza machen. Dann gucken wir mal kurz. Bonze, vielfältig, Fleisch, Fisch. Hatte ich schon mal geguckt, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Fleisch und Fisch. Wir hatten noch keinen Fisch. Oh, schönen Lachs rauf machen. Ich glaube, darauf stehen die richtig geil. Belagmenge. Was auch immer das heißen soll. So. Dann nehmen wir natürlich noch ein bisschen Kaviar rauf. Das gehört sich einfach auf eine gute Pizza. Wobei eigentlich sollten wir mal gucken. Was passt denn zu Lachs besonders gut? Ich würde sagen, besonders gut passt Avocado. Oder? Die Belagmenge ist okay. So, und was noch dazu passt, ist Steinpilz. Das könnte wirklich passen dazu. Aber hier nehme ich noch ein paar Steinpilze rauf. Zuckererbsen, Brokkoli, Spargel. Ja, hier kommen ein paar Steine. Wie teuer ist die? 13 Euro. Ein bisschen können wir gleich noch. Wie viel können wir? Naja, bis 35 Euro, sag ich jetzt mal. Ah, müssen wir noch. Müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein bisschen, obwohl die Bonzen stehen nicht so auf Käse. Dann nehmen wir noch Datteln. Da sind natürlich jetzt auch viele verschiedene Zutaten. Es gibt da gar nicht mehr den Abfallcontainer, oder? Nö. Ich würde sagen, das passt. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Wir speichern die mal und nennen sie Pizza Steinlachs. So, Pizza Steinlachs kommt einmal ins Rezeptbuch und wird einmal auf die Menükarte geschrieben. Und dann kommst du nämlich hier rein, Pizza Steinlachs. 26 Euro. Ach, siehst du, da kann ich ja mal kurz den Preis noch ein bisschen hochsetzen. So, wir haben 13 benötigte Zutaten. Wir werden mal die hier ein bisschen runterstellen, genauso wie die hier. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass hier jetzt irgendwann mal meine Lieferjungen kommen. Du bist total komplett tot, kann das sein? Wie sieht's hier aus? Haben sie sich wieder repariert? Nö. Hier auch nicht.
Okay. Ernsthaft, es waren nur zwei? Okay. Hier hat einer versucht. Hier hat er versucht, die. Kann ich mich mittlerweile wieder bewegen? Nö, ne? Aber die Lebenszeit ist wieder hoch. Sehr merkwürdig. Wie sieht's hier mittlerweile aus? Okay. Moment, was ist denn das hier? Es hat zu lange gedauert, okay. Dann muss ich da mal ein bisschen nachjustieren, würde ich mal sagen. Und zwar zwischen 9. Na, das ist scheiße, die ist blöd. Den. Wie spät haben wir es gerade? 15.50 Uhr. Aber die sind alle nicht so knülle. Hier aus? Welche Pizza wurde verkauft? Die andere wurde noch nicht mal verkauft. Ernsthaft? Erst wenn ich ganz konkret nachgucken kann. Welche Pizza nun in dem Laden verkauft wurde? Oder kann man das? Ich sehe das momentan zumindest nicht. Ich sehe nur die allgemeine. Ah, oder ist die. Nee, kann ja gar nicht sein. Ja. Gute Frage, ne? Wo sind eigentlich meine Leute? Ich glaube, ich muss die, Prioritäten anders setzen. Ui.
Pizza, Pizza. Pizza, Pizza. Das ist schon witzig. Der ist mitten auf dem Weg eingepennt. Willst du mich verschaukeln? So, zwischen 6 und 9. Damit er noch mehr Bonzen anzieht. Minus 18.000. Habe ich nicht 3 eingestellt? Ne, hab aufgehört irgendwann. Aber hier braucht er auch nicht. Nachts brauchen wir nicht so viele. Wie geil, dass die meine scharf, fröhlich und scharf einfach hier über die Ladentheke geht wie nüscht. Jeder bestellt die fröhlich und scharf. Ich finde das gerade etwas hinderlich, dass ich die Restaurantvergrößerung erforschen muss. Die Steinlachs-Pizza mal kurz rausnehmen. Ja, danke, dass es keine Bedrohung gibt. Finde ich cool. Brauchst du mir nicht noch mal zeigen, weil ich weiß das. Ich glaube, ich brauche mehr Köche, kann das sein? Und wieder Minus. Okay. Ich muss mal Tabula Rasa machen hier, Königin. Ja! Hab nicht genug Kohle, um die ganze Scheiße aufrechtzuerhalten. Der kann bleiben. Das Gefühl, als ob ich mich überschuldet habe. Mal wieder.
23 Stunden habe ich noch Zeit, ansonsten ist vorbei. Hey, 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 hey. Wieso fehlen mir überhaupt Zutaten, wenn ich nur noch... Achso, warte mal, kann sein, dass ich hier... Ja, okay. Pleite! Yay! Ah, oh Gott, ey. I'm not amused. Gut. Ich werde das hier jetzt erstmal soweit beenden. Und werde... in ein paar Tagen wiederkommen mit diesem Let's Play und hoffe dann Besseres darbieten zu können, um mich dann besser erstens rein gefuchst zu haben und im Zweifel vielleicht die Kampagne doch mal kurz angefangen zu haben, aber ich will eigentlich nicht die Kampagne spielen, ich will das freie Spiel spielen. Und im bestmöglichen Fall gibt es dann auch noch ein Patch von den Entwicklern, dass das alles ein bisschen smoother ist. Allgemein, es gibt so ein paar Ideen, die sind gut. Es gibt ein paar Ideen, die sind schlecht. Und die Umsetzung, naja. Es ist so ein bisschen wie Surviving Mars. Ach, schade, schade, schade. Also, dass man für die Zutaten und so, dass man halt gucken muss, wie die Zutaten und dass man nicht zu viele hat, etc. pp. Ist gar nicht mal so doof. Ein richtiger Bäcker muss, richtige Pizzeria muss das ja auch im Grunde genommen handhaben, dass halt die nicht zu viele Zutaten haben, dass die dann schlecht wären und all so ein Shit. Allerdings finde ich, dass es bei den Gewürzen dann aufhört, dass jedes Gewürz auch noch als eigene Zutat zählt. Weil Gewürze, die habe ich bei mir im Schrank stehen seit 20 Jahren und nehmen keinen Platz weg, weshalb ich sie auch bisher nicht weggeschmissen habe. So ungefähr, ja. Das ist so ein bisschen bei Lachs und keine Ahnung, bei den ganzen anderen großen Sachen okay, aber bei Gewürzen hätte man sich das echt schenken können. Aber nun gut, ansonsten, dass es halt kein Hauptquartier mehr gibt, ist glaube ich verschmerzbar. Forschung ist okay, gab es auch vorher schon, nur bin ich da ein bisschen... Ich bin ja eben nicht sicher, aber ich bin der Meinung, dass man die Restaurants direkt vergrößern konnte. Also nicht direkt, aber ich glaube ab Stufe 1 des Hauptquartiers konnte man die Restaurants vergrößern. Egal in welche Größe. Also relativ zeitnah zumindest. Hat der da gerade Bevölkerung bevögeln gesagt? Stadt bevögeln? Was? Egal. Ja, die Grafik ist super, das definitiv, dass man keine Häuser mehr kaufen kann, ist ein bisschen blöd, was ich auch bisher nicht gesehen habe, nicht annähernd, dass man den Bürgermeister oder die Stadt in irgendeiner Art und Weise bevorzugen kann, beziehungsweise dass man die Polizei in irgendeiner Weise bestechen kann, man kann auch die scheinbar, zumindest war ich bisher noch nicht bis bei Gangster, aber ich gehe mal stark davon aus, weil diese Option ja sonst irgendeine Art und Weise ausgegraut wäre oder so, dass es auch keine Schutzgeldforderungen gibt, die man bei den Restaurants eintreiben kann. Und seien wir mal ehrlich, Pizza Connection ist nun mal auch ein Teil von Mafia. Ist nun mal so. Geschichtlich, ja, ist das einfach so. Fehlt noch ein bisschen mehr Mafia in dem Spiel, sage ich jetzt mal. Ansonsten die Wirtschaftssimulation an sich würde ich erstmal als in Ordnung betrachten. Nach der kurzen Zeit, die ich jetzt hier gespielt habe.
Aber man wird das sehen im späteren Spiel. Ich habe schon gesehen, dass man, oder gelesen bei Steam, dass man nach 2 Stunden theoretisch die Mission durchschaffen könnte. Was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, ich höre jetzt erstmal heute damit auf, werde mal in meinem kleinen Kabuff selbst spielen und mal für mich so ein bisschen herausfinden, was geht und was nicht geht. Werde es im Zweifelsfall verbrennen, das Spiel, oder auch erstmal noch auf den Patch warten. Aber momentan ist es. Naja. Naja. Es ist nicht die Offenbarung, das war auch nicht zu erwarten in dem Sinne, ja, bei einem Entwicklerteam von 6 Mann und Frauen und dazwischen, je nachdem, ich will niemanden, ja, es tut mir leid, falls das jetzt, nein, aber man muss ja heutzutage aufpassen und ja, keine Ahnung, also irgendwie, es wäre mehr möglich gewesen. Mit mehr Zeit. Mit mehr Zeit wäre mehr möglich gewesen, unter Garantie. Wer auch immer dieses Spiel halt, vielleicht, irgendwann muss man ja auch die Kohle wieder reinholen, ist ja nun mal so. Aber mit mehr Zeit würde aus dem Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rauszuholen gewesen wären. Was? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir werden sehen. Wie die Patches laufen. Der Entwickler hat gesagt, dass er zumindest ein paar Sachen reinpatchen will noch, dass er auch fleißig an der Sache dranbleiben will. Ich hoffe, dass ihm die Reviews jetzt nicht komplett aus dem Lot hauen, aber man muss da auch, glaube ich, einfach. Man muss dann halt auch einfach ehrlich sein und sagen: Ja, nett. Aber es fehlen einige Sachen. Und die KI, das kann nicht sein, dass ich, dass die KI, ja, exorbitant viel Kohle, 105, es wird auch immer wieder neu ausgewürfelt, kann das sein? 185.000, ey, und ich habe 30.000. Macht der KI das gleiche Budget wie bei einem selbst und alles ist im Lot, jeder hat die gleiche Voraussetzung. Ja, außer, dass er halt, mehr wirtschaftlich kann oder sonst irgendwie, aber. Das ist einfach nur unfair. Das ist einfach nur unfair. Und dass die KI zwischendurch dann auch noch krepiert, also richtig krepiert im Sinne, dass sie nichts mehr macht oder nichts mehr Anständiges macht, ist natürlich noch tragischer. Wie gesagt, ich werde mal bei Gelegenheit mal doch ins Tutorial nochmal reinschauen, also die Kampagne. Aber rein theoretisch sollte das freie Spiel genauso spielbar sein wie die Kampagne. Die von A bis Z wahrscheinlich durchkalkuliert ist. Aber gut. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, habt so einen kleinen Einblick bekommen in meine wirtschaftlichen Fähigkeiten, die grottenschlecht in diesem Spiel sind. Ja, passiert. Nee, ja, wir werden sehen. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur zu dumm angestellt. Kann auch sein. Es gibt ja doch viele Sachen, die sich nun mal geändert haben. Pizza Creator etc. pp. Das ist ja alles doch ein bisschen ausgefuchster und so. Und vor allem macht mir das gerade, also mich macht es kaputt momentan wirtschaftlich wegen diesen Ressourcen, diese Rezepten, beziehungsweise wie heißt es denn hier? Die Rezepte, nicht die. Die Zutaten, dass ich die Zutaten sozusagen einzeln kaufen muss, mehr oder weniger, und dass die dann auch im Lager einzeln für jede Zutaten Platz wegnehmen. Es macht mich fertig, weil das vorher nicht so war. Da wurde einfach eine Kiste reingestellt in die Kühlhalle und fertig war. Deswegen, ja. Also es ist schon anspruchsvoll, aber dann. An anderer Stelle wieder nicht. Wie gesagt, schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, überlegt, ob ihr es selber spielen wollt.
Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Wir hören uns dann in diesem Spiel auf jeden Fall in einer Woche oder so. Mal gucken. Also dann, ciao, ciao. Und danke fürs Zuschauen.